Wir haben ein neues offizielles Bild vom 2025 erscheinenden Jurassic World Sequel Jurassic World Rebirth erhalten. Diesmal von der Empire selbst und noch dazu haben wir einen netten kleinen Story-Zusatz bekommen, der uns ein bisschen besser beschreibt, worauf wir uns hier einlassen können. Quasi ein Zusatz zur sowieso schon preisgegebenen Rahmenhandlung, also zu dieser Plot-Synopsis und auch zur Figur Zora Bennett selbst, gespielt von Scarlett Johansson. Und ja, sowohl das Bild als auch die Informationen werden von der deutschen Community sehr kontrovers aufgenommen und ich sage hier wirklich ganz explizit von der deutschen Community, was hinter dem Bild steckt, welche Infos das sind und warum man hier vielleicht mal die Deutschen so ein bisschen rüffeln muss, das erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Legen wir los, viel Spaß. Ja, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich bin immer wieder, wenn ich irgendwas Neues aus dem Jurassic-Franchise bekomme, immer wieder gehypt drauf. Und ich lasse mich auf diesen Hype auch gerne ein. Schlimmstenfalls kommt eben am Ende sowas bei raus wie Jurassic World Dominion, bei dem ich ja auch während der Trailer-Kampagne total am Ball gewesen bin. Und danach konnte ich aber eben sagen, der Film hat mir nicht gefallen. Das war, nachdem ich den Film erst gesehen habe. Was aktuell hier gerade in der deutschen Jurassic-Community zu beobachten ist, finde ich einfach ein bisschen traurig. Denn aktuell beschäftige ich mich sehr stark mit Kanälen, wie zum Beispiel dem lieben Swerve, Dangerville oder auch Jurassic Outpost. Möglicherweise wird man hier und da vielleicht mal das ein oder andere Projekt sogar zusammen erledigen. Auf jeden Fall fällt mir hierbei immer häufiger auf, dass auf diesen Kanälen in den Kommentaren unten drunter die Leute anscheinend wesentlich besser gestimmt sind auf den neuen Film. Nur mal als Beispiel, wir haben jetzt ein neues Bild von Scarlett Johansson bekommen, also von der Figur Zora Bennett. Und wenn wir uns mal die ganzen Kommentare so durchlesen, haben die meisten wirklich Bock drauf. Das Ganze habe ich beobachten können, sowohl bei US-amerikanischen Kanälen, als aber auch bei britischen Kanälen und ebenfalls auch bei italienischen Kanälen. Die Leute sind wirklich heiß auf dieses Bild. Bei den Deutschen, naja, da kommen dann Sachen auf wie, oh nein, der Film wird sehr wahrscheinlich floppen. Oder auch, ah, das sieht ein bisschen nach Call of Duty aus. Oder auch einfach nur ein Gänsmiley, weil scheinbar der Film direkt langweilig ist, weil wir ein Bild bekommen haben, das uns einfach nichts verrät. Und trifft hier einfach wieder das Klischee vom deutschen Meckerer ein. Der Deutsche ist von Anfang an skeptisch. Ich meine, Kommentare wie, ah, aber das sieht nicht aus wie Jurassic Park, kann ich persönlich einfach nicht nachvollziehen. Ich meine, was hieran sieht nicht nach Jurassic Park aus? Eine Person auf einer tropischen Insel, irgendwo im hohen Gras, mit einer Waffe in der Hand? Oder auch der Call of Duty Kommentar. Ich meine, das sieht aus wie Call of Duty, weil Zora Bennett hier eine Waffe in der Hand hat? Ich meine, ja, okay, vergessen wir einfach mal Muldoon, Roland oder Owen selber, aber im Endeffekt finde ich, hier wird dieses Bild schon sehr krass vorverurteilt. Und wir gehen gleich auf dieses Bild ein. Ich wollte das einfach nur mal ganz kurz loswerden, dass mir das so ein bisschen aufgefallen ist. Wir hatten schon bei Twitch drüber gesprochen und ihr habt mir auf Twitch auch gesagt, ja, das ist definitiv so ein Phänomen, das man auf jeden Fall beobachten kann. Und natürlich habt ihr das Recht, da draußen zu sagen, ja, das Bild gefällt mir so überhaupt nicht, dass ich daran schon selber beurteilen will, dass der Film floppt. Und versteht mich hierbei nicht falsch, wenn Jurassic World Rebirth ein schlechter Film wird, bin ich der Erste, der ihn nimmt, zusammenknüllt und zu Jurassic World Dominion in eine Kiste packt und gegen die Wand schleudert. Aber tatsächlich würde mich hierbei mal wirklich sehr interessieren, gerade von den Leuten, die so negativ von dem Film denken aktuell, was ihr bisher wirklich fest erfahren habt, als Fakt, nicht als möglicher Leak, dass eure Meinung derart beeinflusst, dass ihr sagt, der Film wird auf jeden Fall floppen. Schreibt es mir bitte in die Kommentare rein, ich will hier niemanden bloßstellen, will auch niemanden dumm anmachen. Mich würde es einfach nur interessieren, weil vielleicht übersehe ich hierbei auch was, wobei ich auch denken würde, ah, okay, das wird auf jeden Fall nichts. Wie gesagt, wir können uns hier gerne austauschen, bleibt auf jeden Fall cool in den Kommentaren und schreibt mir gerne mal unten rein, warum ihr glaubt, der Film wird gut oder auch warum ihr glaubt, der Film wird auf jeden Fall floppen, anhand der paar Infos, die wir bis jetzt haben. Springen wir weiter zum eigentlichen Thema des Videos, nämlich zu diesem Bild hier. Und ja, auf den ersten Blick sehen wir hier Scarlett Johanssons Figur Zora Bennett in irgendwie nicht ganz so passender Kleidung. Das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Da muss man sagen, ja, das stimmt. So würde man im Dschungel wahrscheinlich eher nicht rumlaufen. Allerdings auch hier Vorsicht, wir wissen natürlich nicht, was vorher passiert ist. Dass sie jetzt eben, naja, relativ freizügig hier durch das hohe Gras rennt. Und ja, Stichwort hohes Gras. Auch das können wir im Hintergrund wiedersehen. Und viele US-amerikanische YouTuber reiben sich dann so ein bisschen daran, dass dieses hohe Gras das Indiz dafür wäre. Ja, das hier ist die Isla Sorna. Ich halte mich da noch ein bisschen bedeckt. Ich glaube weiterhin nicht an die Isla Sorna. Denn zum einen ist da einfach hohes Gras. Das wird auch außerhalb der
der Isla Sorna irgendwo wachsen, plus eben noch, dass wir in dem neuen Plot-Synopsis-Zusatz einfach nur den Text bekommen, dass Sora Bennett hier auf einer Insel ist. Also hier wird ganz klar gesagt, auf einer Insel, weder Isla Sorna noch Isla Nubla. Und ich finde, dieses Geheimhalten der Insel deutet immer noch ein bisschen mehr darauf hin, dass wir hier möglicherweise Anlage C zu Gesicht bekommen oder zumindest eine ganz neue Insel. Vielleicht spekuliere ich dabei einfach auch nur ein bisschen viel rein. Auf jeden Fall, ja, wir sehen im Hintergrund das hohe Gras und ich glaube, jeder da draußen musste doch irgendwie kurz an die Velociraptoren denken. Wenn wir das Bild nun mal ein bisschen genauer betrachten, können wir ebenfalls sagen, dass diese Szene hier scheinbar relativ zeitnah zu einem Bild spielt, das wir bereits gesehen haben, nämlich diesem Bild hier, in welchem sich Jonathan Bailey und Scarlett Johansson nebeneinander befinden und im hohen Gras irgendwas zu beobachten scheinen. Und jetzt kommen wir zu meiner Theorie. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier in diesem Augenblick einen der drei größten Dinosaurier auf der Insel sehen. Denn in der Plot-Synopsis wurde ja gesagt, dass unsere Helden die drei größten auf der Insel lebenden Dinosaurier finden müssen. Und ja, warum es genau die drei größten Dinosaurier sein müssen, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das kann ich dir gerne mal da oben verlinken. Die ganze Virus-Thematik haben wir, glaube ich, abgehakt. Hat einfach was mit Zoonose zu tun. Das gibt es auch in der Realität. Und warum die drei größten Dinosaurier? Das Ganze nennt sich Pito-Paradoxon. Das könnt ihr euch auch gerne einfach selber mal durchlesen. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir die drei größten Saurier auf der Insel finden müssen. Wieso gehe ich jetzt davon aus, dass wir einen von denen hier zu Gesicht bekommen? Wenn wir einmal Sora Bennetts Waffe betrachten, dann können wir sehen, dass vorne ein Aufsatz drauf ist, der aussieht wie eine Spritze. Und hinten dran ist so eine hohle Kammer, mit welcher man den Tieren scheinbar Blut abzapfen kann. Ebenfalls sehr interessant, weil damit geht man auch so ein bisschen auf die Bücher ein. Die Buchbesprechung geht auch bald weiter. Da kommen wir jetzt nämlich auch zu einem Kapitel, wo das mit dem Blut nochmal ein bisschen erwähnt wurde. Könnt ihr mir vorstellen, dass man das hier in den Film auch mit einbaut. Das heißt, jetzt haben wir aber auch hier unsere Antwort. Denn öfter mal habe ich die Frage bekommen, ist die Idee, DNS von Dinosauriern zu beschaffen, nicht ein bisschen lahm? Weil im Endeffekt kannst du denen ja einfach DNS aus irgendwelchen, keine Ahnung, Hautüberbleibseln oder irgendwas einfach rauskratzen beim Vorbeilaufen. Jetzt wissen wir aber nein, scheinbar brauchen sie wirklich eine bestimmte Masse an Blut. Denn diese Kammer ist tatsächlich, wenn man das Ganze mal auf Sora Bennetts Körper sieht, gar nicht mal so wenig. Gerade wenn es hierbei echt um Fleischfresser gehen sollte, frage ich mich, was dahinter der Plan ist, wie man dem Tier dieses Ding reinstecken und das Blut rausziehen will. Das müsste eine Zeit lang dauern. Wahrscheinlich geht es dabei irgendwie, um die Tiere vorher zu betäuben. Warum aber sollte jetzt hier Sora wirklich einen der drei größten Dinosaurier sehen? Naja, weil wir ebenfalls sehen können, dass sie bereit ist, loszulegen. Wenn wir uns mal ihre Hand unten angucken, können wir sehen, dass ihr Finger bereits am Abzug ist. Sie ist also bereit, dieses Instrument zu benutzen, um einem Dinosaurier DNS abzuzapfen. Und da wir ja wissen, dass wir nur den drei größten Dinosauriern DNS abzapfen müssen, schätze ich mal, dass wir hier einen von denen sehen werden. Kommen wir nun zu einer Sache, wo auch mir minimal der Hype ein bisschen abgeht. Also, lasst uns hier noch hinzufügen, dass wir von der Empire selber noch einen Text zu dem Bild veröffentlicht bekommen haben, in welchem Gareth Edwards selber so ein bisschen auf den Film eingeht. Und er sagt, ja, David Koepp hat auf jeden Fall darauf geachtet, dass der Film wieder zurück zu den Wurzeln kommt. Das wird wieder ein Gefühl sein wie früher und wir werden ebenfalls wieder eine moralische Frage in dem Film eingebaut bekommen. Also quasi so eine Entscheidungswaage wie, was sollen wir jetzt machen? Ist das besser oder ist das besser? Was wir ebenfalls auch aus Jurassic Park 1 kennen. Und da wurde es brillant umgesetzt. Hier muss ich aber wirklich sagen, ich habe noch nie erlebt, dass ein Regisseur selber von sich aus gesagt hat, boah, der Film wird eigentlich voll öde. Das wird eigentlich ein ganz schlechter Film. Von daher, ich kann euch auf jeden Fall versichern, dass sobald die Marketingkampagne losgeht, werden wir den Tag nicht erleben, an dem einer von diesen Schauspielern sagt, ah, der Film, der wird schlecht. Dieser Film wird in den Himmel gehypt, der wird hochgelobt und deswegen sag auch ich hier, da muss man eben ein bisschen vorsichtig sein. Obwohl ich Bock auf diesen Film habe, müssen wir definitiv aufpassen. Und ein Indiz dahin gibt mir schon die Beschreibung von Sora Bennett selbst. Ich bin ein Fan von eher menschlichen Figuren, von Figuren, die in so eine Geschichte mit reingebracht werden und, naja, ebenfalls auch Fehler und Schwächen haben. Dr. Alan Grant zum Beispiel, der hat jetzt nichts wirklich kampferfahrungsmäßig auf dem Kasten, dafür aber eben die Expertise, er hat das Know-how und weiß zum Beispiel ebenfalls, was er tun muss, wenn ein Tyrannosaurus Rex vor ihm steht. Dieses Know-how, diese Expertise rettet ihm hierbei den Arsch. Und dann haben wir Owen. Owen hat zwar irgendwie auch die Expertise, aber die ist in Jurassic World vollkommen egal, weil das einfach überall funktioniert. Plus Owen ist auch noch ein ziemlich krasser Militär und schlägt sich einfach dann durch eine Horde von bösen Menschen und er wirkt auch einfach in die Dilophosaurus. Ja, Sora Bennetts Beschreibung ist im Endeffekt genau das. Sie ist tatsächlich kampferprobt, eine ehemalige Militärsoldatin und auf dieser Reise auf der Insel ist sie nur, weil ihr hier etwas versprochen wird,
das dafür sorgt, dass sie nie wieder arbeiten muss. Also dass sie quasi aus dem Militär aussteigen kann und möglicherweise unendlichen Reichtum bekommt. Hier kann man davon ausgehen, dass der Antagonist des Films, der ja ein Pharmaindustrievertreter ist, dass der irgendwie ein Angebot macht von wegen, ey, wenn wir das Medikament gemeinsam beschaffen, dann bekommst du irgendwie Geld dafür und dann bist du für immer reich. Und ich schätze mal, dass das einfach die moralische Frage ist. Soll ich das Geld annehmen oder die Welt lieber retten? Und ja, es scheint genau auf diese Moral hinauszulaufen. Und da muss ich halt wirklich sagen, das hat nichts mit, das ist genau wie in Jurassic Park 1 zu tun. Nein, in Jurassic Park 1 ging es darum, dass beide Ansichten richtig waren. John Hammonds Ansicht konnte man nachvollziehen. Allein mit der Aussage, sollten wir einfach untätig bleiben, jetzt wo wir diese wissenschaftlichen Erkenntnisse gemacht haben. Aber auf der anderen Seite hatten wir Ellie Sattler, Alan Grant und Ian Malcolm, die dagegen gesprochen haben und bei denen wir auch gemeint haben, Mist, aber die haben auch recht. Der hat recht, jeder hat recht, nur der Anwalt Donald Gennaro, der hatte einfach nie recht. Also sollte das jetzt hier wirklich die Hintergrundgeschichte von Zora Bennett sein, da muss ich wirklich sagen, keine Ahnung, das ist extrem 0815, das wäre dann schon, also jetzt mal ganz im Ernst, das wäre für mich keine moralische Waage, das wäre einfach Zora Bennett dabei beobachten und irgendwie zu hoffen, dass sie halt das Richtige tut. Das ist jetzt erstmal nur so von mir hier reingeschmissen, denn auch ich habe natürlich nicht mehr als diese Zeilen hier gelesen. Vielleicht bekommen wir auch was ganz anderes im Endeffekt, wo wir uns als Zuschauer wirklich denken, okay Mist, der hat recht und die hat auch recht, was machen wir jetzt? Das will ich einfach sehen. Ich will selber im Kino mit mir hadern, mit meinem Sitznachbar diskutieren, ey, was ist da eigentlich jetzt die coolere Idee? Und das klappt eben nicht, wenn es darum geht, naja, entweder hat der Pharmavertreter, gibt dir halt ganz viel Geld und du bist für immer reich, oder wir stellen das Medikament her und geben es der ganzen Welt öffentlich. Das ist für mich keine, da ist keine Waage da, das ist einfach... Des Weiteren gibt es hier erste Indizien, dass der Film tatsächlich sehr stark auf Fanservice aufbauen könnte. Und ich will jetzt hier keinem schlechte Laune machen, gerade nicht, wenn ich am Anfang noch so eine Moralpredigt gehalten habe. Geht doch mal ein bisschen positiver an die Sache ran. Aber auch hier wurde von Gareth Edwards gesagt, dass wir in dem Film sehr, sehr viele Dinosaurier wiedersehen werden, die wir bisher schon kennen. Das wäre natürlich auch ein Frevel am Jurassic-Universum, wenn diese Dinosaurier fehlen würden. Hierbei wird er von Dinosauriern sprechen, wie dem Gallimimus, den wir auch schon mehr oder weniger bestätigt bekommen haben, Brachiosaurus, T-Rex, Velociraptor und ey, wenn wir jetzt wirklich noch Spinosaurus und Mosasaurus bekommen, dann wird die Liste langsam äußerst dünn. Also allzu viel Neues scheinen wir dann gar nicht zu bekommen. Ja, Jurassic World Rebirth könnte jetzt in das Fettnäpfchen reintreten, in das Star Wars Episode 7 bereits reingetreten ist. Und Episode 7 war gut. Die meisten haben gesagt, ey, war doch cool. War genau wie früher. Und da ist halt der Fehler in der Denkweise von vielen. Das ist genau wie früher, also machen wir einfach das, was früher gut war. Und wie gesagt, ich interpretiere hier einfach nur rein, was ich da auch gelesen habe. Und für mich hört sich das Ganze schon sehr nach starkem Fanservice an. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen, denn es könnte ebenfalls sein, dass wir diesen Dezember den ersten echten Trailer bekommen. Also Trailer Nummer 1. Nicht Teaser, sondern ebenfalls Trailer. Denn auch hierauf haben mich einige andere YouTuber hingewiesen, die gesagt haben, in der Regel ist das wirklich so, dass wenn in den USA die Empire-Zeitschrift offizielle erste Bilder veröffentlicht, dass dann kurz darauf irgendwann ein Trailer erscheint. Trotz allem bleibe ich dabei, ich gehe weiter positiv an die Sache ran, ich habe Bock auf die ganze Nummer und naja, schlimmstenfalls, wenn das jetzt hier wirklich floppen sollte, dann können wir uns in 3 Jahren auf ein Remake freuen. Und wenn man auch das dann verhaut, dann... ja, dann war's das halt, ne? Aber wie gesagt, erstmal positiv denken. Nicht vergessen, wir haben immer noch David Koepp am Drehbuch selber. Und sogar wenn alle anderen Stricke reißen, irgendwie vertraue ich dem Mann da genug, dass das irgendwie kein Fanservice 0815 blöder Action Blockbuster wird. Ich glaube, dass er es wenigstens schafft, die Essenz von Jurassic Park hier einzufangen. Jetzt wirst du immer gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Hast du Bock auf den Film? Oder gehörst du eher zu den Leuten, die sagen, ich bin ultra skeptisch? Wie gesagt, wenn ja, schreib es mir mal in die Kommentare unten rein. Ich will das wirklich einfach mal wissen, weil es mich interessiert. Ebenfalls auch, wenn du sagst, ich habe richtig Bock auf den Film, schreib es mir auch in die Kommentare unten rein. Einfach auch mal mit einer kleinen Begründung dazu, würde mich auf jeden Fall freuen. Und nicht nur mich, auch den Algorithmus. Wenn ihr viel schreibt, ist das immer ganz geil. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus mit dem Video für euch. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.